Ich finde das total lustig und interessant und gucke dann immer, ob mein digitales Ich mit meinem wirklichen Ich auch noch übereinstimmt. Habe ich kein Problem mit, finde ich toll, die nehmen mir Arbeit ab. Ich versuche zu verstehen, wie diese Maschinen funktionieren. Sie sind von Menschen gebaut, entwickelt und haben von ihnen gesagt bekommen, was sie wie machen sollen. Und das versuche ich dann zu nutzen, dieses Wissen, um Ergebnisse in meinem Sinne zu manipulieren. Also ich finde die Maschinen oft hilfreich, weil ich ja genau mit meiner Meinung gefunden werden will. Und das, was ich nicht verhindern kann, darum kümmere ich mich nicht. Da habe ich zwei sehr unterschiedliche Ansätze, einmal persönlich und einmal beruflich. Persönlich halte ich es sehr mit der Datensparsamkeit. Das heißt, möglichst wenig Daten online überhaupt sichtbar machen und eingeben. Professionell nütze ich das natürlich eher aus, indem ich versuche, möglichst suchmaschinenoptimiert die Inhalte einzustellen, von denen ich möchte, dass sie gefunden werden. Das weiß ich noch nicht abschließend. Ich weiß, dass ich im Internet vorkommen möchte und gefunden werden möchte. Ich möchte aber nicht, dass meine Daten dort von Unternehmen manipuliert oder missbraucht werden. Im Grunde genommen ist die Maschine ja nichts anderes als eine mathematische Struktur, Datenbank. Und wenn ich die richtigen Inhalte der Maschine zur Verfügung stelle und sage, hier, damit will ich identifiziert werden, dann ist die Maschine so unfassbar freundlich und akzeptiert das auch. Wichtig dabei ist, dass die Inhalte so spannend sind, dass das auch Menschen gut finden. Dann werden die Maschinen auch zu Freunden.